ich bleib beim Wienerischen heute. Und jetzt geht's allerdings textlich weiter. Und zwar, ich hoffe, ihr seid beim Wienerischen gut. Und zwar, der Text heißt Am Würstelstand. Der Beutel, ein Stritzi, steht mit seiner Tussi beim Würstelstand vom Onkel Fussi. Ein 16er Bleche hab einen Durst, alles andere ist mir dann schon wurscht. Ein Eitriger hätte ich auch ganz gern, lasst sie jetzt ein Alte her. Der Würstelmann kredenzt sofort, den beiden schmeckt's auch gleich ganz gut. Was der Beutel nicht hat geschnallt, ist, dass er nicht auf die Butterseiten fällt. Denn hinter ihm, es ist kaum zum Glauben, steht ein Kiewerer mit drei Tagesfrau. Der hat die Achterschleifen schon bereit, weil verhaften soll er ein Beutel heut. Der Stritzi fragt, bist du blem blem? Ich hab euch gestern einen Fuffi gegeben. Von dir bin ich sicher nicht angestochen. Mein Inspektor hat den Braten gebrochen. Und leider hast du den Brater geschnitten, letzten Monat in der Mitte, in Krieg geschickt, ohne lang sinnieren. Das tut das Madel jetzt den Stier. Das Laus, Mensch, ist sofort zur Hey. Na, hast du denn glaubt, der ist er weh? Erst Jerry füßt mir jetzt einen Pflanzen. Ich hab keine Ahnung von der ganzen Geschichte. Das schiere Rotz hat sie nur ziert, damit's der Unschuld nicht verliert. Mach jetzt keine Spompanadeln, sonst lasse ich da die dünnen Wadeln Chefiere richten da im Grätzl. Der Kiewerer hat genug schon jetzt und packt den Beutel bei der Hursten. Du Schlawiner, du jetzt musst klar beigeben und bist von den Socken, weil bald wirst du schon im Landl hocken. Dann bist du am Saum, am ganz schön großen. Ich sag das, darauf kannst du dann lassen. Den Beutel hat das gar nicht viere, wie volle Wäsche nass bei der Türe. Doch draußen steht noch so ein Gefrast vom Kiewerer, der sich am anpasst. Den Schane von der Wirtstl hinten tut der Beutel jetzt noch bitten. Komm, gib mir schnell noch was von dem Geschlader, das was da drunten hat mein Vater. Der Wabler macht mir ordentlich wickeln, das sind vielleicht ein paar miese Stickeln. Geh mit, sie hilf mir aus dem Schlamassel. Aber der marode Köllerassel ist futsch, der Tü weg mit einer Wut. Im Beutel seine Laune ist gleich fort. Jetzt sitzt er für ein Zeitl im Bau. Im Nachhinein wird man erst schlau. Und damit der Bertl auch noch drankommt, gibt es jetzt nur mehr ein paar Wünsche von unserem Wirten da, vom Ernstl. Der hat mich gebeten, euch ein paar Verhaltensregeln auf Wienerisch mitzugeben. Ein paar Bitten hätte der Wirt. Eingespritzt kommt man nicht rein. Greift den Kucheldragoner nicht an die Gespaßlaberl. Bei mir gibt es nur Pappenschmierer, kein Fraß und kein Geschlader. Also tut es nicht nach dem Essen blitzen. Schlaft ein Toulieu draußen aus und spült Granada. Und ein blanker Tag freut auch kein Wirten, also gebt's eine ordentliche Mat.